Ja, und damit einen wunderschönen guten Mittag, meine lieben YouTuber. Wenn ihr euch noch an das Video erinnern könnt, wie ich die Seitengepäckträger zerlegt habe und schon mal in den Karton reingepackt habe. Aber nein, ich habe sie noch nicht abgeschickt zu meinem Kumpel, dass der lieber ein bisschen verschönern kann. Kommt noch, dachte ich mir in diesem Video, dass ich euch einfach mal informativ zeige, wie das aussehen könnte, nur halt in diesem NVA Olivgrün Hochglanz. Und ich habe tatsächlich bei diesen Seitentaschen aus der 70er Jahre gebraucht, echt ein gutes Augenmaß scheinbar gehabt, weil das passt gerade so da drauf. Und ja, ich wollte euch das mal zeigen, bevor ich das zur Post wegbringe, wie das aussieht und dass es auch passt halt, ne? So. Ich drehe mal die Kamera. Ja, also hier kann man sehen, es liegt halt alles ein bisschen chaotisch drin. Das ist aber nicht schlimm. Das wird ja nochmal dann alles vernünftig reingelegt. Ich wollte euch jetzt mal kurz den einen Seitengepäckträger am Moped mal dran halten und euch zeigen, wie der verschraubt wird und dann nochmal kurz Seitenkoffertasche mal kurz einhängen, damit ihr mal so ein ungefähres Bild und Vorstellung habt, wie das aussieht, wie das montiert wird, wie das vorher aussah und wie es nachher aussieht. Und ich denke, mit diesem NVA Olivgrün Hochglanz wird die weiße Farbe noch ein bisschen schön rausstechen. So, dann gehen wir mal raus. So, jetzt zeige ich euch das mal. Zack. Ganz locker eingehangen und ja, ich ist jetzt ein bisschen dreckig, deswegen habe ich den Lappen hier dabei und hinten haben wir dann noch so eine Feder zum Festsichern, dass das Ding uns nicht wegfliegt. Ihr seht ja schon, ne? Rost und der Lack blättert sich ab. Das ist halt so, ich sag mal, vom Hersteller einfach nur mal kurz ins Bad getaucht, der das entworfen hat, keine Ahnung und mehr auch nicht. So, gehen wir mal zum Moped. So, die eine kommt am Stoßdämpfer, die andere da hinten an der kleinen Schraube und die Strebe, die dann da unten sitzt, kommt zum Sozius. Ja, und so würde das Ganze aussehen. Wir haben immer noch Platz, die Sitzbank einzuhaken. Wir müssen regelrecht hier hinten eine längere Schraube nehmen und dann passt das. Ja, und dann der Bügel da wieder, ne? Aber den kann man ja hochklappen und dann, ja, würde die Tasche noch ein bisschen weiter rauskommen, aber das ist nicht schlimm. Dachte, ich zeige euch einfach nur mal, wie das aussehen könnte. Nochmal so von hinten zeigen. An den Löchern. Ja. So kann das Ganze drin liegen bleiben, nachdem ihr gesehen habt, ungefähr wie es aussehen könnte. Fahre ich jetzt zur Post und bringe das weg. Ihr kennt das ja von den anderen Videos her. Deswegen, ja. Und mein Kumpel hat ja auch schon sich gemeldet und hat gesagt gehabt, er würde auch gerne zwischendurch mal in seiner Freizeit was machen. Also, ja, Grüße an dich, mein Lieber. Ich freue mich auf das Endergebnis, wenn die in NVA Olivgrün sind. Das ist halt der Rest und warum soll man nicht Farbreste verwenden? Ist halt nachhaltig. Ich habe ja schließlich diesen Zweikomponentenlack bezahlt, also kann man den auch verwenden. Weil schwarze Farbe müsste man wieder kaufen und es ist alles mit extra Kosten verbunden. Das Geld habe ich nicht und ich muss sparen. So. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Abo und lass ein Like da und nettes Kommentar, paar Daumen in den Kommentaren, auch etwas schreiben, separat versteht sich voneinander. Oder auch deine kritische Meinung, so wie nach dem Motto, das sieht aber scheiße aus. Ne? Bleibt euch überlassen. Es muss ja am Ende mir gefallen und sonst keinem. So, tschüss. Ja, Gott sei Dank ist das jetzt nicht so weit zu Post. Deswegen geht das gerade noch so. Ich beende mal das Video, weil es ein bisschen windig ist.